Es gab beim Regenbogenspiel wieder ein kleines Update und ihr kennt die Leier mit all den Problemen, die da schon seit einigen Monaten sind, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Was gibt's denn heute für eine Herausforderung? Upsala. Frag mich was dazu. Ich glaube, Ying und Lesion? Drei weiß oder vier Runden? Weiß ich nicht, warte. Drei Runden. Und Lesion, ja. Hast du das schon? Dann machen wir das nicht. Oder willst du es unbedingt? Ich muss es nicht haben. Na, dann machen wir es nicht. Es sei denn, du willst, ich kann auch einen anderen operieren. Muss nicht zwingend. Wenn es sowas wie Kurzwaffen wieder wäre oder etwas, was wir zugleich machen können, weil es vier Operatoren gibt, zwei auf Angreifer, zwei auf Verteidigerseite, dann meinetwegen, aber so, nee. Aber es gibt eine Herausforderung für dich. Zoe und Ella. Genau. Ohne nachgucken. Herausgefunden. Ha. Ja, ist gar nicht die erste, die angezeigt wird. Ups. Na. Ja. Oha. Oh nee. Die verschlechtert überarbeitete Karte. Aha. Ich komme mit der nicht klar. Oh Gott, wir haben Amaru, die hat was vor. Frühsterben. Wir haben Pope, nicht Bope, sondern Pope im Team. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Bis zum Schalter gefahren, oder? Weiß ich nicht. Das Treppenhaus auch. Bin jetzt bei der Wendeltreppe. Bin Garagentreppe, also entweder Schalter, da aber Kreuz, Keller und Warteraum. Ups, schon ganz oben. Oder ist nur anders. Konsolen der Ecke auch nicht. Schalter sind sie nicht. Großraumbüro können sie nicht sein, Bombe. Hä? Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Was ist das denn? Sind die überhaupt irgendwo? Ja, im Keller. Komplett im Keller. Hm. Stimmt. Ah! Red Hammer. Komplett im Keller. Was teebeuteln die denn da herum? Was mit Strom? Ich versuche da mal hinzugehen. Bei der Garage. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Vielleicht hat da irgendjemand eine schwere Ladung dabei. Oh, ich bin in der Etage zu weit oben, fällt mir gerade auf. Ich lade ein neues Magazin. Boah, da war ein Arsch im Treppenhaus, der hat meine Drohne zerballert. Hier gibt es nur noch ein Fenster, Kacke. Maestro Rekrut und Spritzmann, irgendwo ist Abschwarm. Es fiebt auf den Ohren, das ist nicht gut. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Sollen wir Leute umbringen, die wir noch nicht kennen? Oh, hier ist eine Außenwand. Entschärfer wurde erneut gesichert. Oh, Kopf weggeballert. War das Kite? Das war Kite. Ich
Ich bin hinter dir, Vorsicht, hinter dir. Ich mach mal Rabatz. Hier ist doch Pappe. Warum geht das hier nicht? Jetzt. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Verdammte Scheiße. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Na, oh, was erwischt. Moment, Treppenhaus war hier. Boah, diese Verwinklung, das nervt mich an der Karte richtig. Den Schärfer, okay, da. Kaum noch Zeit, Scheißdreck. Der Rekrut ist verletzt. 10 Sekunden übrig. Jetzt rennt er nach oben lang, ich muss durchziehen. Es bleibt gleich ist er hinter mir. Entschärfer ist aktiviert. Nur noch ein Gegner übrig. Scheiß, komm mal. Oh, er war wirklich hinter mir oben. Er hat gedacht, er läuft jetzt nochmal an die andere Treppenhausgeschichte. Mist. Fail. Boah, war lange zum Entschärfen. Macht er überhaupt was? Der spielt doch, der braucht niemals so lange zum Entschärfen. Der spielt mit dem Entschärfer. Ach, lass ihn machen. Na, verspielt er sich? Das macht glaub's er. Nicht. Ich glaub's nicht. Ah, schade. Entschärfer wurde deaktiviert. Mission gescheitert. Hätte sein können, dass irgendwie ein Spielfehler ist, dass er so nah an der Wand, wobei so nah war es nicht, einfach nicht entschärfen kann. Schade. Es war auf einmal ruhig da hinten oben, da dachte ich, der könnte vielleicht zur Wendeltreppe gehen. Aber er ist dann einfach nur die Treppe runtergeschlichen. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Jemand gestopft. Aha. Oben sind sie. Womöglich Konsole und Balkon. Ah, der neue, der Fenrir. Ach, der Welpe? Mhm. 10 Sekunden bis ein. Huch, das war Warden. Einsatz in 5 Sekunden. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Da ist Strom drauf hinten bei dem Balkon. Kann ich nichts machen. Da reinfüßen bringt nichts, da ist ein blödes Regal davor. Das bringt auch noch der um, den wir schon kennen, das ist doch Quatsch. Das bringt uns doch nichts. Stärkung bis hoch. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ich glaube, die haben Kapkan. Schade. Springt über. Na, ein Versuch war es wert. Hab ja 4 Stück. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Rot bringt Rot um. Ich weiß nicht. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ja, der Streusprengsatz hoch. Das geht ja auch nicht mehr so cool wie früher. Nur noch ein Gegner übrig. Ein Gegner, der Fenrir. Der Kopierer macht wieder so einen Namen. Fuck, er hat mich. Okay, da hinten ist er.
Entschärfer ist online und aktiviert. Das Stoßgerät ist bereit. Stoßgerät platziert. Schreckmine. Sehr gut. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Der Lufttyp hat schön abgeschirmt. Cafeteria-Garage war mal so gut für Capcom, jetzt ist das wegen dieser ganzen Türlage mit der ganzen Verwinkelheit einfach doof. Der schöne Serverraum ist auch kaputt. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Kameraeinfahrt. Die Wand wurde gesichert. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Muss so langsam aus der Ecke raus, weil die ist extrem weit hinten verwinkelt. Da renne ich mich ja gleich dumm und dämlich. 5 Sekunden noch. Lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Wir könnten Twitch haben, also pass auf. Die Wand wurde verstärkt! Ah, hier ist Motzi. Jemand, hier ist jemand. Der Entschärfer ist bei Mozzi. Ein schönes Souvenir von mir. Da ist wer, da tapst wer rein. Da ist noch wer. Da ist noch ein zweiter draußen. Was ist denn für ein Geräusch? Oh. Noch eine. Scheiße, noch beide angeschossen. Was ist denn das da unten? Ella läuft auf der Stelle. Rekrut hat auch nicht mehr allzu viel. Rekrut und Fragezeichen. Ich lade ein neues Magazin! Also dein Schärfer ist weg. Haben sie rausgetragen. 15 Sekunden. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Das war die komische Brava. Frag mich, was da auf dem Boden rumlag. Das sah aus wie ein Mozzi-Käfer. Hat aber rumgeleuchtet.
jetzt gehe ich hoch in die Küche. Aber die Küche gibt es ja gar nicht mehr. In der Form. Als einzelnen Raum. Hm. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Wand verstärkt! Scheiße, durchgesehen. Wechsle Magazine. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Die Banner. Ibana, Leon und 3 Fragezeichen. Oh, der Kopierer wieder. Leon schon im Server. Im Server. Ja, die Treppe war ja hier im Schalter jetzt. Ist ja neu. Mist, da ist gerade gesperrt. Kali haben sie auch. Oh, die Wege sind auch doof, wie das Treppenhaus jetzt angeordnet ist. Dahin. Oh nee. Das war bestimmt der, den du genannt hast. Die Mina. Ist eigentlich Quatsch, jetzt keine Fußabdrücke mehr zu machen. Die steht auf der Stelle. Jetzt wird's aber spannend. Letzte Runde. Als irgendwo im Hintergrund. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Achtung, wir haben Smoke mit pinkem Kopf. Hm, sehr schön. Die Wand wurde befestigt! Wechsel das Magazin. Ah, wieso hat es nicht aktiviert? War ich zu wenig. Wand gesichert! War ich noch unter der magischen Grenze? Hm. Naja. Noch 10 Sekunden. Dass das Treppenhaus in dem einen Raum in den Keller geht und dann im anderen Raum nach oben, das ist totaler Quatsch. Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entschärfen wollen. Also aktuell ist Konsulat in meinen Augen richtig schlecht gelungen. Yep. Ich bin ja grundsätzlich nicht begeistert von der Bearbeitung, aber die Bearbeitung ist richtig doof.
haben eine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Da ist wer auf meiner Ebene. Ist dieses Treppenhaus runter? Da steht schon wieder auf der Stelle. Hm, hab ich auch gerade gesehen. Takepi Amaru. Who is there? Ein Kämpfer des eigenen Trupps. Was? Oh, oh. Das ist ihre letzte Chance. Wir fanden keine große Herausforderung. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Scheiße. Kacke, am Kopf vorbeigeschossen. Aber Takepi war richtig gut. Die stand auf der Treppe und war gerade in der Kamera, also komplett hilflos. Warum nicht? Ich hatte wahrscheinlich nicht mit dir gerechnet. Na, ich dachte, ich so 1 gegen 4. Was, wieso schwebt denn Fenrir schon wieder? Der steht bei mir gerade, eigentlich müsste er mitten im Raum stehen, aber er schwebt einfach auf einer Landschaft. Okay. Man sieht nicht mal einen Raum, man sieht bloß irgendwie so 2 Meter unter ihm einen Erdhügel, sage ich jetzt mal. Ein ziemlich ausgeschmückter, also so fein poliert. Ja, toll. Und er schwebt einfach herum. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Bart, Rekrut. Hat eine Bombe lokalisiert. Warden haben sie auch. Die Brenner haben sie auch. Oh, 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 oh. Scheiße. Hm, Fragezeichen haben sie noch. Bei der Drohne hört man einfach keinen Springen. Irgendwann schafft das noch. Guck mal zum Hammermann, zum EMP-Mann. Oh. Das hat er aufgegeben. Nee, noch nicht. Oh, hat einfach mal die Tür zerlegt. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Da ist ein Fenster auf, pass auf. Wo? Ach da. Okay. Fall nicht runter, Leon. Also, Gabschwur haben sie nicht mehr. Keine Ahnung.
Tschüss, Brianna. Hier war ein scheiß Razor Room Teil. Hin, wo EMP man ist. Huch, schon wieder Razor Bloom. Der Schärfer ist nicht länger in. Ja, Gegner. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ah, bar, bar ist er, bar. Die Bar. Ja, Cocktail beim Barbecue. Der weiß, wo der Entschärfer ist. Da, gelber Ping. Komm zu dir, komm zu dir. Immer noch gelber Ping. Gut. Hä, warum 1-0? Bei mir schießt du drauf, aber ich glaube, ich flieg gleich raus. Warum? Du hast gerade umgebracht und... Okay, Runde 2. Was war das denn? Was? Du hast umgebracht. Ja. Stand bei mir 1-0. Okay. Es lief aber weit und du hast gedauerfeuert. Ah, okay, alles klar. Und erst jetzt, als wir zur Operatorauswahl gekommen sind, hat dein Dauerfeuer aufgehört und das Bild hat eben zum Operator auswählen umgesprungen. Was für ein Scheiß. Ich dachte erst, ich fliege wieder raus. Dann fängt der Abend ja wieder richtig Geld an. Ach, Jubi, doof. Fast jeder hat einen umgebracht. Die Betonung liegt doch fast jeder. Ja, einer muss dir unbedingt gehen von den blauen Spielverderber. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Okay, klingt hier oben. Beim Büro hier, na, wo eher Karaoke. Na, Karaoke und Teezimmer. Hallo. Der Warden. Der Gegner. Nennt auch. Oh, zwei Rekruts. Und Alibi haben sie. Rekrut und Fragezeichen noch. Zwei Rekruts, das war's jetzt. Vielleicht haben sie noch einen dritten. Ich weiß ja nicht, ob ich den gesehen habe, der jetzt identifiziert wurde. 5 Sekunden bis Einsatz. Was versprechen die sich denn davon, Rekruten? Scheiße. Du hast eine Runde Sophia gewonnen, also bitte. Ich bin irgendwo gespawnt, weil ich nicht genau gedrückt habe. Ich wollte gerade schießen, weil da ein Kopf war. Kacke, ich war zu lahm, zu spät dran gedacht. Michelle, aber der. Was? Ach, Brenner ist bereit. An dem Fenster, was vorhin angeknackst war, war Alibi. Ich bin mal lebensmüde. Nee, Alibi kann es nicht gewesen sein. Das war Rekrut mit einer Maske oder war das Warden mit einer Maske? Alibi hat nämlich null Eliminierung. Dann war das der Warden mit der komischen Maske. Rekruten können sowas doch nicht haben, meine ich. Ganz schön gewagt von dir. Ja, ich bin irgendwie 1-2. Nee, rechts war das Fenster, rechts. Da sind sie aber direkt drin, ne? Da würde ich nicht rein. Ah, kriege ich ja schon Angst, wenn ich das sehe. Ist auch alles offen mit dem Saulan. Es ging gefühlt noch nie gut, am Fenster zu hängen. Oh, Gegner. Wo die Gegner sind. Solis ist, glaube ich, die letzte. Ich würde beim Klo reingehen. Das ist anderes. Hoch. Andere Seite. Na, rückwärts. Rechts, Treppe hoch, erstes Fenster rechts. Dann musst du zwar die Treppe hoch, aber da würde ich hochschleichen. Ab sofort schleichen würde ich machen. Und wenn keiner hier im Raum ist, Kamera oben links kaputt machen. Wenn sie an ist. Ansonsten würde ich sie lassen, ansonsten machst du dich bemerkbar. Nur wenn sie blinkt, kaputt machen. Hinter dir kommt ja die Treppe runter.
Und da jetzt schleichend hoch, 30 Sekunden. Ja, wahnsinnig toll, sei mir jetzt zu... 20. 15 Sekunden. Einer ist links im Raum. 10 Sekunden. Nicht. Du hast den Entschärfer, entschärf jetzt. Musst ansetzen, jetzt! Setz an! Muss durchziehen, zieh durch. Die werden schon besser. Aber das musst du jetzt durchziehen. Okay. Genau, der Warden hat mich umgebracht mit dieser Maske. Das ist so ein Grusel-Out gewesen. Nein, stimmt gar nicht. Von hier Konsulat ist das. Genau, dieses ist hier, Bio-Dings-Buster. Oh, was? Ausstellungsbüro. Oh, wie hieß denn das blöde Ding? Ja, frag ich mich auch gerade. Da, wo du 7000 Lebenspunkte hattest. Ja, ja. Dieses React-Event auf jeden Fall auf Konsulat. So. Diegelt die Asami, diegelt rum. Nachladen. Die Wand ist verstärkt. Nachgeladen. Heilungsstation platziert. Zehn Sekunden noch. Barriere aktiviert. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Was? Da läuft ein Gegnerchen hoch. Was? Amaro will zu mir. Achso, da sind wir ja schon. Stimmt. Das war ja doof. Was? Und zu dritt? Ying haben sie auch noch. Ja, bravo. Ups, gleich reif. Ups, gleich reif. Jetzt! Brava Amaro, da hinten ist Twitch und auch Fräulein Heißsporn. Hä, wo hatten die da jetzt aufgemacht? Ich von dem Gekrümmel nichts gemerkt. Ja, okay, alles klar. Kommt der die Außenwand aufgemacht? Gelber Punkt ist er. Ash, gelber Ping. Eigener Druck neutralisiert. Fuck. Hab die blöde Explosion da wahrgenommen, die Ash verursacht hat, aber ich habe auf Gekrümel gewartet. Bomben schützen. Ich bringe meinen Begleiter ins Spiel. Ja,
Werfe Alarm. Werfe Annäherungsalarm. Was wirft sie denn noch? Annäherungsalarm eingeschaltet. Ach so. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Er ist immer gut. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Blöde Schrift, geh weg. Ich sehe die Drohnen gar nicht, wenn die hier auf dem Boden rumstehen. Termit und die Anja Katharina haben sie. Wand befestigt! Einer der Neuen ist schon wieder weg. Nur noch Fräulein Heißsporn. Hab mich gerade eben schon umgehauen. Edi macht es wieder. Die ist in der gleichen Ecke. Im Schminkzimmer. Hört mich, ist aber ganz, ganz low. Vielleicht noch 10 HP. Mich schon wieder. Auf sie warten sollen, sie hätte eh nicht rauskommen können aus dem Raum. Doch, da ist eine Wand nicht verstärkt. Die hat sie aufgemacht. Oh. Meinst du, warum die mich jetzt gekriegt hat? Weil die ein Eschgeschoss verdönert hat. Yay! Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Da siehst du? Gerade nicht hingeguckt, aber... Hast du noch mal eins? Wird schon zu sein. Ach, das meinst du das nee, noch? Oder ein anderes? Die hat zu dem... Wirklich vom Schminkzimmer ja, genau, zum... Genau, da hat sie auch noch mal Karaoke. Eins. Ja. Die war ja zu, vom Schminkzimmer zu Karaoke. Aber da war an der Seite noch eine Wand offen, die neben dem Treppenhaus ist. Weißt du, wo ich meine? Zeig's dir gleich. Ja, Schminkzimmer zum... zur Taiko. Zur Trommel. Ja. Das habe ich gehört, wie sie da wieder aufgemacht hat. Ich dachte gerade wegen Alibi, dass sie Quidditch mag. Das sieht irgendwie aus wie Quidditch, aber es ist Ruinenkram und das sind das Segel. Harry Potter, dieses Spiel da mit diesem... Ich habe nie Harry Potter geguckt und auch nie gelesen. Okay. Ah, die Wand hat sie aufgemacht. Ja. Ich bringe meinen Begleiter ins Spiel. Neue Kameraübertragung läuft. Alibi ist ganz schön hell gekleidet. Normal ist sie ganz schön dunkel gekleidet. Achtung, die Gegner haben meine Bombe gefunden. So, ich könnte ja hier mal verstärken. Scheiße. Jetzt wäre ich identifiziert, ich glaube. Naja. Wand verstärkt. War ganz schön blöd meinerseits. Drittes Mal kriegt die mich nicht. Da war noch das WLAN-Symbol. Ach, Gegner! Wo ist die Leiser? Die muss doch hier irgendwo sein. Mann! Oh, bei mir im Fenster kommt was an.
Amaro ist hier. Wo sind sie? Ups, gleich reif. Wer kommt, wer an? Scheiße. Mann! Die hat die Ruhe weg, die hat nochmal... ist noch Amaros Seil, die hängt noch am Fenster. Ach, naja, Amaro hat nicht mehr viel und Togepi ist auch am gelben Ping. Wieso kann ich nicht pingen? Hä? Ich hab gar kein Interface, sehe ich gerade. Danke, Fräulein Heilsporn ist weg. Okay, Amaro ist jetzt auch weg. Togepi kommt womöglich aus der gleichen Richtung. Ich sehe auch keine Namen, nur die Silhouetten der Teamkollegen. Auch nicht alle. Doch der. Irgendwie hat das was mit so wenig Interface-Kram. Da, Gegner. Die Null. Am gelben Ping ist die Null. Geht jetzt zur Trommel. Müsste jetzt bei der Trommel sein. Verdammt, was liegt denn unser Teamkollege da rum? Letzter verbleibender Gegner. Das steht auf der Stelle, nee. So, es reicht. Jetzt weiß er, wo das Ding ist. Guck dir genau drauf. Ich will jetzt das Loch in der Wand nutzen an Alibi-Stelle und in den Gang gehen. Oder einfach gewinnen. Gefühlt war ich einfach in jeder Runde mit der Taina zu gierig. Das muss anders laufen, das werde ich am heutigen Abend, der ist ja noch frisch, anders handhaben, das werde ich anders angehen. Das Ruder wird noch herumgerissen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.